Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerlords. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Dorf angefangen weiter auszubauen und haben unseren Marktplatz von hier draußen nach hier drinnen versetzt. Genauso haben wir diese großen Drachenfelder angelegt, wie ich es jetzt mal nennen will, weil das hier schaut auf jeden Fall mal aus wie ein Drache, wenn du es so anschaust, ein bisschen schief zwar, aber schaut aus wie ein Drache. Und hier unten, also wenn es hier drei Felder, einmal Weizen und einmal Gerste. Weil wir müssen ja natürlich für Stufe 3 dann auch noch Bier produzieren. Oder wir müssen natürlich uns dementsprechend auch vorbereiten. Also wir hoffen natürlich jetzt auf weitere Dorfbewohner, damit wir das Ganze hier erweitern können. Ich bin mal überlegen, ob wir die Steuern einfach senken. Also dich mal wieder auf 0 setzen. Und da doch vielleicht ein bisschen was kriegen. Jedes Mal, wenn die Mühle 100 Korn zu Mehl gemahlt, wird der Anteil an Regionsvermögen übernommen. Wird aus dem Regionsvermögen entrichtet und gilt nur für Hofstädte der Stufe 3 und drüber. Der aus dem Regionsvermögen entnommene Anteil mit dem angehäute sollte bezahlt werden. Ihr solltet in euren Dienst gestehen dürfen, führt dies nicht zu einem Verlust. Doch, er ist ein Wandershändler, okay. Ich will auch überlegen, ob wir einen Handelsplatz vielleicht mal in der City bauen oder so. Müssten wir hier auch noch irgendwo haben. Der Arbeitsbereich ist leer. Oh. Weißt du was? Dann kommt ihr zwei auch noch auf den Bauernhof jetzt für den Winter. Oder bis das halt wieder voll ist. Weil es ja alles sehr saisonal. Ah ja, woher... Achso, warte mal, haben wir nicht hier irgendwo Hähnchen auch gemacht? Du hast Hühner. Stimmt. Vielleicht probiere ich hier auch mal was. Warte mal, das würde mich jetzt interessieren. Wenn ich eine Hofstätte baue. Oder sagen wir mal zwei. Okay, gehen wir einfach mal so aus. Machen wir es so. Schau mal, wie viel Fläche das hat. Machen wir hier draus 2, 3. So. Das sind jetzt quasi die größten Flächen, die man bebauen kann. Was passiert da? Das könnte spannend werden. Jetzt sollte das ein bisschen schneller vorangehen, hoffe ich mal. Weil sie arbeiten ja wesentlich mehr hier dran. Weil das Umpflügen dauert natürlich auch wieder am längsten. Das ist natürlich wieder so... Ja. Handelsposten wurde fertig gebaut. Handel. Ich kann Stein verkaufen, ich kann Bretter verkaufen. Importpreis, Exportpreis. Uff, Allah. Vielleicht können wir da Weizen besser verkaufen. Was ist ein gutes Handelsmaterial? Eisenbarren ist ganz gut. Wir haben noch eine Familie bekommen gerade. Schick. So, schau mal, wir haben jetzt hier dieses Dörfchen auch. Der kann uns rein theoretisch Gemüse anpflanzen. Ach, schau an, die Felder sind jetzt auch fast fertig. Alter, wie viel arbeiten denn an der kleinen Ecke? Macht hinne, Leute, die Felder werden nicht besser. Eine weitere Familie hat sich angeschlossen. Sieht man da einen Unterschied? Ich glaube nicht, ne? Aber es geht wesentlich schneller. Das ist halt praktisch. Aber wir haben halt Oktober. Da passiert jetzt nichts mehr. Aber wenn jetzt die Hütte hier fertig ist, kann ich da zwei reinsetzen vielleicht.
fürs Erste und dann sollte sich das vielleicht auch ein bisschen haben. Eine neue Familie ist eingezogen, my lord. So, wir haben jetzt 23. Damit kann ich mir entweder noch einen Ochsen besorgen. Oder ich gehe auf den Handelsposten. Und kann mir eine Handelsroute freischalten, mit der ich vielleicht was anfangen kann. Ach was. Das ist eine schwere Arbeit. Ganz neu für uns. Ich würde gerne irgendwie Eisenbahn verkaufen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Eisenerz kostet 30. Wisst ihr, was wir hier machen könnten? Wir könnten eigentlich das Kräutergebiet damit machen. Nahrung hält 2 Monate. Holy shit, okay. Passiveinkünfte an Häuten. Passives Einkommen an Ding. Ich hoffe doch mal, dass ihr jetzt auch jagt. So. Ihr habt gepflanzt und es wächst jetzt. Vorm Winter. Voll schlau und so. Wir haben Oktober. Braucht nun fast ein Jahr. Vielleicht überlebt es auch den Winter, das wäre natürlich praktisch. Und dann werden wir aber auch gleich schon mal eine Mühle errichten. Oh, mir macht das Essen Sorge. Mir macht das Essen richtig Sorge. Da machen wir gleich mal eine Weide. Da können wir dann in Zukunft vielleicht Schweine und so Zeugs halten. Ah, warum wird das... Das verstehe ich nicht. Warum auf einmal so extrem? Im Marktstand, wenn du ihre Zuweisung entfernst, muss der Markt von ihnen übernommen werden. Ja, dann... Besorgt mir Fleisch. Wir haben hier so viel Viecher und die jagen gefühlt nichts. Null Monate. Warte, Pferdezucht, aber noch Handel. Jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen über den Rücken helfen. Indem wir jetzt hier hingehen und sagen, wir verkaufen Eisenerz. Handelsroute einrichten. Handelsroute auf keinen Handel festgelegt ist. Achso, warte mal. Export. Kann ich es auch festlegen? Gut. Mir reicht irgendwas so mit 60 aktuell auf Lager. Macht bitte. Macht einfach. Wir brauchen Nahrung. Ich muss Nahrung kaufen gehen. Ganz, ganz dringend. Es ist Januar und wir haben noch keine... Ich habe irgendwie das Gefühl, die jagen nicht. Als ob die einfach nichts machen würden. Hier, 4 Nahrung. 4 Fleisch. Wir haben aber irgendwie 122 Dorfbewohner. Das könnte sich auf meine Rezession auswirken. Zum großen Problem. Mein Speicher ist leer. 185 Gold haben wir jetzt.
Handel. Nahrung. Das ist so teuer zum Importieren. Fleisch ist das günstigste zum Importieren, glaube ich, ne? Oder Eier. Import 10. Komm schon. Muss das irgendwie schauen, dass ich es hinkrieg. Nicht gut gelaufen. Gar nicht gut gelaufen, Leute. Ich sitze schon wieder zu dir. Es läuft ganz und gar nicht gut. Minus 48. Wir haben eine Karotte gekauft. Eine Karotte, ne? Das musst du dir echt geben. Wir kaufen eine Karotte. Ja doch, es gibt einen Forsthaus. Schauen. Vielleicht schauen wir, dass wir dann hier hinten ein bisschen aufförstern. Ja, beanspruch meinetwegen. Mir wurscht. Ich habe gerade ganz andere Sachen. Region wurde mit One-Shop. Ja. Das beansprucht er jetzt. Danach beansprucht er uns und wir kennen das Spiel. So, jetzt wächst das. Wir werden einen abziehen, um den gleich wieder hier in das Lager zu schicken. Hier sind immer noch 40. Ich verstehe es nicht. Arbeitet ihr nicht? Wir müssten ja Tonnen allein schon an Fell haben, oder? Nö, 6 heute. Machen die was? Hier, die nächste Familie leidet an Hunger. Ganz ehrlich, der Karottenimport bringt sich nichts. Der tut mir nur Schaden. Was ich gern machen würde, würde ihm hier sagen, er soll was anbauen. Dafür muss ich aber erst wieder ein bisschen Geld rankriegen. Und das kriege ich erst über die Zeit. Ah, guck mal, ich kann doch das jetzt beanspruchen, oder? Ja. Beanspruchen. Da wäre nicht Nahrung. So, dann beanspruchen wir mal. Wir beanspruchen Goldhof. So, ein bisschen haben wir es dazu bekommen. Unsere neue Region. Dafür brauche ich Geld, damit ich hier bauen kann. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, bauen hier, oder? Nicht genug Material, weil das noch kein Gebiet hat. Bedeutet, ich muss erst sowas hier bauen, das mich 250 Gold kostet. Okay, verstanden. Ja, wir kümmern uns drum. Wir sammeln ja wie Wahnsinnige. Wenigstens so viel Eisen, das ist vorteilhaft. Na, jetzt leisten wir uns erstmal hier einen Hühnerstall. Ich hoffe, dass wenn der Platz größer ist, sie mehr damit anfangen können. Großer Speicher, super. Jetzt ist wieder die Meinung plus. Schick. Ich hoffe, dass das mit den Hühnern hier gut funktioniert. Aber wir haben wenigstens einen Monat wieder Reserven. Holy moly. Den haben wir noch keinen für hier, ne? Wo sehe ich nochmal Eisen? Wie kann man Minusfleisch haben? Hä? Kriegst du von mir auch hin.
Genau, pflanz mal bitte an. Mach Karottis in deinem Garten. Dann müsste sie ja genauso mitmachen. Fehlende Rekruten. Aber die komplette Breite. 6 Tage noch, dann wird geerntet. Ich würde gerne noch ein Feld bauen. Was ist denn hier passiert? Seht ihr das? Das ist... So, mäht mal schön. Gemeinschaftsbäckerei kriegt auch was, weil es ist September und wir haben noch 2 Monate Nahrung. Nicht gut. Lass mich gerade eine Firma Kräuter. Was fallen Kräuter? Oh, wir haben noch nicht mal Kräuter. Uff. Bringen die eigentlich irgendwas mal zusammen in ihrem Leben? Holy shit, ich habe 130 Leder. So, die haben jetzt hier 150 drin. Du müsstest was machen. Auf was wartet ihr? Irgendwo befindet sich die irgendwo befindet sich der Weizen. Leute, nicht lustig. Warum arbeiten die nicht? Betet, wartet. Wartet, wartet, betet, wartet, 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 betet. Geht nach Hause. Leute, ernsthaft? Ach, was, das ist der Arbeitsplatz. Keiner von dem tut Mühlen. Ich habe fast keine Nahrung mehr. Es ist November und ich habe schon wieder nichts auf Lager. Es gibt's doch nicht. Wenn ihr nicht mal mühlt, dann schaue ich, dass ich den großen Speicher noch jemanden einstelle, der das dann besorgt vielleicht. So, fahren wir, da fährt einer. Der scheint Sachen mitzunehmen. Transportiert. Ach, jetzt transportieren wir Korn. Ich sehe unser Problem. Einfach inkompetentes Team. Es müsste gleich hier Korn ankommen. Ja, schön. Uns wurde Brennholz geschoben, mal wieder. So, wir haben jetzt hier Korn. Ach, jetzt haben wir auch auf einmal Mehl. Hä? Ach, jetzt... Jetzt mehlen wir. Jetzt haben wir schon 50 Mehl. Ja, ich weiß. So, jetzt wird hier doch gemahlen, oder? Ja, Brot, Weizen, Mehl. Eine Wiese, auf der Lämmer grasen können. Sind hier Viecher? Oh, wir haben echt welche. Brauche ich dafür jetzt eine eigene Farm oder irgendwas? Schafzucht. Arbeiter sammelt Wolle. So. Also brauche ich eigentlich noch eine Schafzucht hier neben. Damit die sich darum kümmern. Wir versuchen unser Bestes und es wird auch ein bisschen. Also ich glaube, wir kriegen es schon hin.
Es wird nur ewig dauern, bis ich das hole, weil wir haben 20 Brot schon auf Lager hier, 19. Also sie kaufen ja schon ein und sie holen es auch alle. Und das Brot wird auch gebacken. Wie viel Mehl haben wir denn noch auf Lager? 160. Wir haben einen Monat Nahrung wieder. Wir sind positiv. Damit würde ich aber auch sagen, dass es das für diese Folge war, Leute. Denn wir haben genug erlebt. Es ist viel Horror passiert. Vor allem, wenn es um Nahrung geht. Unser Marktplatz wächst natürlich immer weiter und wir brauchen noch mehr Dorfbewohner, rein theoretisch. Aber ich hoffe, dass wir das dann im nächsten Jahr sozusagen alles besser hinkriegen. Jetzt haben wir uns 14 Werkzeuge, holy shit. Dass wir das da besser hinkriegen und dass unser Dorf Stück für Stück weiter wächst. Die Bäckerei arbeitet sich ja hier langsam den Ast ab, um wieder Nahrung für uns zu sorgen. Wir haben mittlerweile Februar, bedeutet bald sollten wir auch wieder hier die Beeren ein bisschen sammeln können. Da müssen wir nur schauen, dass wir noch ein bisschen an mehr Dorfbewohner kommen. Oder so in der Art. Damit das Ganze vorangeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.